Ja, moin moin, meine HSV-Freunde. Also ich wollte mich auch noch mal melden in Tippe für HSV gegen Hertha BSC. Das wollte ich jetzt mal machen. Ich habe das Abschlusstraining gesehen. Also ich nehme an, dass ohne Schonlau das geht und ohne unseren Kerei, unser holländischer Freund. Das glaube ich wird auch nichts. Aber den können wir ersetzen mit Ludo, hundertprozentig gleichwertig. Das ist schon mal schön im Mittelfeld. Ja, die Abwehr ist natürlich unser Sorgenkind, aber da mache ich mir auch keine großen Gedanken. Irgendwann läuft er dann wieder. Und er kann ja machen, was er will, aber ich hätte ganz gerne Moritz Heyer da gesehen. Und auch Ambrosius hätte ich auch gerne gesehen in der Abwehr. Aber irgendwann muss er auch mal mal zusammenkriegen. Aber wie gesagt, solange unser Sebastian Schonlau fehlt, unser Capitano, werde er das ja nicht können. Aber ich hätte gerne Stefan gesehen da und auch Moritz Heyer und auch Muheim. Die Truppe, dass sie auch mal ein schwaches Spiel haben, aber die haben in der letzten Serie ja alle gut zusammengespielt. War auch nicht überragend, aber die haben die Erfahrung. Und da muss man natürlich sehen, wie das weitergeht. Ja, in Sturm haben wir ja kein Problem mit Robert, Mittelfeld. Ludo Reis, unser Laszlo Benisch in einer Granatenform, also mache ich mir gar keine Gedanken. Laszlo, bei denen ist der Knoten geplatzt und nichts anderes. Und mit Königsdorfer habe ich eben Wort geredet mit Ranzi, da muss der Knoten auch platzen, der kann noch viel mehr, der Junge. Und Baggerie auch. Das wird eine heiße Geschichte, glaube ich. Das ist ja auch ein Topspiel, aber ich will euch eins sagen, ich freue mich drauf. Das sind die Spiele, die ich mache. Hertha ist keine Plündermannschaft. Hertha hat auch noch ein, zwei eingekauft. Und der Dardai ist kein Dummer. Nur der wird vielleicht auch Probleme kriegen mit den drei Brüdern, die da spielen. Ihr wisst Bescheid, im Fußball gibt das Futterneid in den Mannschaften. Das glaubt ihr nicht. Aber zu Hertha will ich auch nichts mehr sagen. Ja, dann haben wir unseren Ferro, ist eine Bank. Ja, was können wir denn noch sagen? Unser Mehrfachspieler auch, Gott sei Dank. Aber wichtig ist, auch wenn ihr alle schimpft oder irgendwas, unser Wuschkewitsch ist ja leider nicht dabei, auch wenn ich das mal erwähnen muss, wichtig wäre unser Capitano, weil der fehlt überall. Nicht, weil er da alles wegputzt oder macht und tut, weil er viel redet mit den Leuten. Aber wie gesagt, wir wollen nicht mehr gern. Ich glaube, hin und her gesehen, ich bin ja immer optimistisch, ich will mich mal festlegen auf ein Ergebnis, das gewinnen wir 3-1. Ich hoffe mal ohne Gegentor, aber ich sag mal 3-1. Alles klar, nur der HSV. Ich habe den Jungs schon alles Gute gewünscht für morgen Abend. Und das Trainerteam, Helm-Peter sagt 3-1, besser, Ende, aus. Tschüssi, nur der HSV.